Jetzt so ein kleines kontroverses Thema, das ich gerne ansprechen würde. Wir wissen ja, du bist gut vernetzt im Schweizer Frauenfußball und hast so ein bisschen eine Ahnung, wie der Spirit ist in der Mannschaft. Was müssen wir davon halten, dass die Schweiz eigentlich vor dem Turnier ganz klar zwei Captains hat, oder? Caroline Abbé und Lia Valti. Jetzt muss Caroline Abbé raus im letzten Match. Und Gael Zalman trägt Captains-Binde, nicht die Lia Velti. Und nachher, heute, fängt der Match an mit der Lara Dickmann als Captain. Nichts dagegen, ich finde, Lara Dickmann ist eine Führungsperson. Sie ist heute eine der besten, wenn nicht die beste Spielerin von der Schweiz. Wie man auf unserem Instagram- und Twitter-Profil und überall liest, ich finde ihre Statistik unglaublich. Zwei gelbe Karten in 121 Länderspielen als zentrale Mittelfeldspielerin. Aber die Captain-Wechsel sind sehr, sehr komisch, oder? Ja, was dazu geführt hat, kann ich auch nicht so recht beurteilen, weil normalerweise ist es so, dass man in einer Mannschaft ganz klar definiert hat, wer Captain ist und wer an zweiter Stelle nachrückt, wenn ein Captain mal ausfällt, sei es verletzungsbedingt oder aus anderweitigen Gründen. Das kann ich mir auch nicht so recht erklären. Das habe ich auch während dem Match schauen, diskutiert mit den Leuten, die ich den Match geschaut habe. Wir sind auch nicht so recht schlau daraus geworden, wieso, dass man plötzlich einen Captain-Wechsel hat. Das sind natürlich jetzt nur Spekulationen, aber es kann irgendwie sein, entweder kann es sein, dass einfach der Trainerstaff gefunden hat, okay, wir haben da andere Spielerinnen, die sich jetzt im Verlauf von dem Turnier mehr als Führungsposition hervortun haben. Es kann aber auch sein, dass es von der Spielerin selber rauskommt, die sagt, ich möchte an dieser EM die Rolle oder ich kann sie nicht tragen oder so. Ich weiß es nicht, an was das liegt. Also wirklich nicht. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wieso dass man gerade in so einem Turnier innerhalb von zwei Spielen die Position wirklich so oft wechselt. Da müssen wir die Schweizer Trainerin fragen, die da natürlich das letzte Wort spricht, was sie dazu geführt hat, um den Wechsel vorzunehmen. Es würde mich sehr wundern, was dazu führt. Ich habe das noch nie erlebt. Also weder in einem anderen Spiel von einer anderen Mannschaft oder selber. Ist spannend, ich weiß es nicht. Ich finde, Lara hat ihre Aufgabe souverän gelöst. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass es der Mannschaft irgendwie, also dass man der Mannschaft irgendwie angemerkt hätte, dass es Unruhe gegeben hat wegen dem oder so. Oder dass jetzt auch Lia Velti irgendwie wegen dem schlechter gespielt hat oder irgendwie eine Steinsache hat oder sonst etwas. Gut, sie sind natürlich auch alle Profi genug, um so eine Situation sachlich zu beurteilen. Ja, es würde mich auch wundern, was da genau die Gründe dafür sind. Das ist, wie du vorhin auch gesagt hast, ein kontroverses Thema, ist auch eine kontroverse Ausgangslage, dass man seinen Captain einmal durchreicht, so quasi. Ich bin gespannt für das nächste Spiel, ob Lara wieder Captain-Binde wird tragen, ob wenn eine Caroline Abbé allenfalls wieder zurück in die Startaufstellung kommt und ob sie dann wieder Captain ist oder auch nicht. Also ja, ich glaube, da wird es einmal mehr spannend am nächsten Spieltag. Ich bin auch der Meinung und ich meine, wir müssen ja da nicht vergessen, Lara Dickmann als Captain ist ganz klar eine natürliche Sache, weil sie ist auch die Mann am längsten im Team ist. Oder? Sie ist seit 2003 ja. Schon in der Nationalmannschaft. Es ist eher die Frage, warum sie bisher nicht Captain war. Aber das hat natürlich auch etwas mit Druckmomenten und alles zu tun, was vielleicht für sie besser war, mit weniger Druck aufzulaufen.